Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crash Katzen zusammen mit Miri und Blauli. Hallo, ich bin Balui. Miri. Leider. Überraschung. Hallo. Überraschung. Ah, Überraschung. Überraschung. Ich bin der Miri. Ich bin der Miri. Ich bin der Miri, ich lebe auf dem Tank und melke Kühe. Im Tank? Ach so. Hallo? Hallo. Resident Ender wollte ich nicht, dann bauen wir einen neuen. Singularity Tank. Warum hast du nicht gleich alle Flüssigkeiten, die du finden konntest, eingelagert ins System? Hä? Ja, es gibt so viele Flüssigkeiten, die ich mittlerweile brauche. Das ist ein Nebending, Blauli. Das ist nicht ein Hauptsystem. Das ist nicht ja, ein so Hauptsystem, sondern das ich ist ein weiß, Nebensystem. Ich weiß, das machst du ja immer so. Bin ja nicht doof, ne? Das verstehe ich jetzt nicht. Dein Therapeut auch? Ich verstehe nicht, was Miri jetzt schon wieder meint. Mit ich weiß auch nicht, was sie meint, ne? Kannst mir auch überhaupt nicht vorstellen, was sie meint. Ne, ne? Sind wir schon mal zu zweit. Miri! Ich bin's nicht, ich bin zu Hause im Zoo. Ich glaube, das ist lüg. Gemein, dass ihr immer denkt, ich bin schuld. Das ist wirklich richtig. Beweis uns das Gegenteil. Du bist in der Beweislast. In vielleicht 5 Minuten ungefähr. Merk schon, dass da was nicht ganz richtig ist, ne? Warum? Katze, du hast gesagt, du findest auch Blaze-Zeugs da bei dir jetzt in der Mob-Farm? Ja, müsste schon eingelagert sein, theoretisch, das Blaze-Zeug. Warum zur Hölle kann man aus Blaze Rods jetzt auf einmal keine... Ist irgendwas hier kaputt? Miri! Das ganze ME funktioniert nicht! Ich bin gar nicht schuld. Was ist denn das hier gerade? Hier geht gerade gar nichts mehr. Ich bin gar nicht schuld. Das ist bei Miri. Ich nix schuld. Ich nur Miri. Praktisch sowas. Ja. Alter, Katze, man konnte doch aus Blaze Rods Blaze Powder machen. Seit wann geht denn das nicht mehr? Weiß ich nicht, seit wann das nicht mehr geht. Kann ich dir wirklich nicht beantworten. Ich hab's auf jeden Fall nicht geändert, falls du oh das meinst. Oh nein, mein Chatpack ist leer. Aber das ist ja kein Problem, wenn du im Zoo bist, ne? Ja, wir sind hier um die Ecke. Gar kein Problem im Zoo. Gut, dass ich im Zoo bin und nicht in der Overworld. Ja, bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, dass du da nicht unterwegs bist woanders. Ich muss nämlich die ganze Zeit fliegen in meinem Versteck im Zoo. Ach so, das ist natürlich dann jetzt schlecht, ne? Da musst du ja jetzt rauskommen aus deinem Versteck im Zoo. Ja, ich glaube. Also du darfst gerne deinen Akku hier laden, wenn du möchtest. Sicher? Ja, kannst rauskommen. Dann müsst ihr euch aber mit dem Rücken wegdrehen, damit ihr nicht seht, wo mein Versteck ist. Nee, tut mir leid. Also bei aller Liebe, aber nee. Dir ist bewusst, dass wenn ich mich wegdrehe, ich trotzdem noch auf der Map sehe, dass du nicht da bist. Wie, sie ist nicht da? Aber sie hat gesagt, sie ist hier. Hat sie uns belogen? Ja, ich bin ja auch im Versteck. Das weiß die Map natürlich auch. Also die Map kooperiert, sagst du? Ja. Ich halte so langsam zweifelig an Miri, aber ich bin nicht sicher, Katze. Was würdest du sagen? Deine langjährige Erfahrung als Katze. Als Katze mit der langjährigen Erfahrung einer Katze muss ich sagen, dass ich doch hier einigermaßen enttäuscht bin. Bullshit rieche. Echt? Ne? Nur so ein bisschen, ne? Nein, ich bin die ganze Zeit zu Hause. Verstehe echt nicht, was euer Problem ist. Ah, also ich kann es schon verstehen, aber ja. Also lügt sie uns an. Miri, ich bin enttäuscht von dir. Aber ich bin doch hier, das ist fies. Guck mal, die Map sagt auch, sie ist hier. Katze, hast du mich jetzt belogen? Was soll natürlich, denn das? Ich mache nichts anderes. Ich glaube, Katze hat dich belogen, ja, ich würde ihm nicht vertrauen. Das sind Katzen halt. Was soll denn das, Katze? Ich dachte ernsthaft, ich kann dir vertrauen. Ja, das ist, man braucht ja auch seine Hobbys, ne? Darf man ja nicht vergessen. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut.
nicht, ob ich das so machen will. Oh. Seit wann ist der Strom eigentlich so schnell? So ein schneller Strom. Was machst du da in der Ecke? Was ist das? Das ist weiß. Cool. Und es hat nicht das gedroppt, was ich wollte. Warum kriege ich hier Schaden in der Ecke? Das ist eine gefährliche Ecke. So, das sollte reichen. Das ist wirklich dafür. Eine gefährliche Ecke. Ja, ich dachte gerade die ganze Zeit, warum kriege ich da aufs Maul? Was soll denn das? Ich glaube, ich spinne hier. Spinni. So, ja, und da ist wieder zu. Ja, bisschen kacke, dass jetzt nicht das gedroppt ist, was ich brauchte. So ein bisschen. Bisschen arg kacke. So ein bisschen, ne? Ne? Ja, nur so ein bisschen. Heißt, wir müssen es wieder. Es ist weder, wo ich mit Solarium Dagger ihn getötet habe. Ah, wir bringen es gleich nochmal. Habe ich denn mit einem Solarium Dagger eher die Chance, die passenden Essenzen zu kriegen von denen, oder muss ich die immer hochcraften, Katze? Ja? Können die droppen. Du hast auch die Chance, dass die Viecher das droppen am Ende. Naja, Tages. Ich will ja nicht den Mob-Chunk, sondern ich will das Ding, was ich brauche, um daraus die Seeds zu machen. Also, normalerweise müsste das kein Problem sein. Dass also, die Mob-Chunks können schon passend von dem Mob kommen. Ja, ja, klar, wenn du den richtigen Mob dafür tötest. Oh, ist das nervig. Nein, auf gar keinen Fall. Claudi will keine groben Aktivitäten haben. Los, du winnst. Los, Attacke, nein. Ja, nein. Ja. Oh. Hat kein Mob-Chunk dagelassen, schade. Das war fies von dir, das einfach zu töten. Ja, tut mir auch leid. Dieses Gebrutzel hier von dem Vieh geht mir auch tierisch auf den Nerven. Das ist Musik, wenn du das nicht wertschätzen kannst. Hast du das über Ex Nihilo wieder spawnen können eigentlich? Ja. Das habe ich mir schon gedacht, dass es darüber funktioniert. Aber dauert halt, ne? Vor allen Dingen ist nicht so... Halten halt viel aus schon. Miri, geh mal wieder erkunden, weil braucht die Nerven. War nicht erkunden. Ach so, stimmt. Entschuldigung. Was behauptest du denn? Was soll denn da? Ab in eine Ecke, blödes Ding. Okay, das ist relativ gut. Oh, er lebt noch? Was? Wer? Ja, das Viech hier, das ich gerade umgebracht habe eigentlich. Aber es ich dachte, du hast es nicht umgebracht. Was denn jetzt? Das ich eigentlich umgebracht habe. So kryptisch war das nicht. Komm her, kleine Blaze, du traust dich sowieso nicht. Wo sind denn hier die Wither-Skelette? Mann, die droppen den Kack nicht richtig. Und vor allem keine Chunks. Also Mob-Chunks schon mal gar nicht irgendwie. Ja, na dann. Dann erledigen wir so mit dem Rapier und hoffen, dass da was Vernünftiges bei rumkommt. Ich dachte echt, dass wir irgendwie... Dass wir diese Blitzchance kriegen. Aber die werden wahrscheinlich nur gecraftet, ja. Na gut. Das heißt, wir brauchen 8 Blitzrods. Halleluja. 8 Stück. Na toll. Geh in deine Ecke. Geh dich verbuddeln. Okay, oh lol, ich hab sogar ein Ding. Was ist ein Ding? So, ich hab sogar einen Skull gedroppt mit dem Drop zusammen, den ich eigentlich holen wollte. Nice. Ein Wither-Skull. Und ich habe direkt einen weiteren Modifier bekommen. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Ich habe mir einen neuen Rapier gemacht. Blauli McMauli. Einen mit Loot? Nein. Einen mit Sharpness. Beheading? Okay. Das war mir das Wichtige, dass der Sharpness theoretisch am Ende Modifier für Sharpness und so weiter hat. Ist der kaputt hier gerade? Ich glaube, der Rapier ist kaputt. Da versuchen wenn er keine Durability-Anzeige unten hat, dann ist er kaputt. Ja, ist kaputt. Guck mal, Balou, ich habe neue Tiere gefunden. Willst du sie sehen? Weiß noch nicht. Ja, los, geh.
Also, da habe ich ein neues Kaninchen. Das Toll. Helle. Achso, das Weiße da. Das kommt aus der süß. Wüste. Ja, süß. Was hast du noch? Dann hier zwei Chamäleons. Wo? Du dumm? Ich sehe kein Chamäleon. Ach, da unten! Lol. Ja, natürlich siehst du sie nicht. Sie passen sich ja an. Cool. Leck, leck. Zwei Schafe. Ja, wow, Schafe habe ich noch nie gesehen in Minecraft. Ja, cool, ne? Das ist was ganz Neues. Besser als ein Chamäleon, dass du auch nicht siehst. Kannst du mir mal ungefähr schreiben, wie gut die brennen? Ich könnte dir so einen Laser empfehlen, mit dem man das testen kann. Ja, echt? Zeig mir den mal bitte. Es gibt so Leute, die übertreiben es immer und dann muss ich Miri nachher wieder jahrelang trösten. Aber Louis. Ja, nicht aber Louis. Ich will nicht, dass mein Zoo wieder brennt. Du hast es halt verhunzt, versaut fürs Leben. Fürs Leben. Weißt du? Für immer und ewig. Für ewig und immer. War halt echt nicht geplant damals. Ja. Das kannst du deiner. Weiß ich auch nicht, wem erzählen, deiner Mama. Okay. Das ist doch. Nein, nein, ja, nein! Was denn nein, jetzt? Nein, ja. Oh, diese Aua! Viecher. Man hat mir soeben auf die Fresse geschlagen und ich weiß nicht warum. Oh, hallo. Alter, ist das gemein! So, blöder Gast hier, ey. Boah, garstiger Gast, Alter. Fahr der Vieh. Der war richtig gemein, ey. Der hat die Kopfwebs. Ich fliege auf den zu, auf einmal stehe ich in der Luft direkt vor einem Geschoss. Weil der mir einen Kopfwebs auf die Fresse gedonnert hat. Der meinte das nicht so. Der fand das witzig, glaube ich. Ja, ich habe hier einen lila. Alter, der hat mehr Leben als der Wither damals, den wir gespawnt haben, der Zombie-Pigman mit den lila Flammen. Das Problem ist, unser Schwierigkeitsmodifier ist aber auch im Moment ins Unendliche gestiegen. Aha. Der ist fast am Maximalpunkt angekommen. Das ist richtig übel. Hey, warum ist hier offen? Warum? Warum versuche ich vor allem wegen dem neben einem Spawner zu überleben? Da gibt wenig Sinn. Hey, übrigens, ein Pigman geschlagen, by the way. Das ist uns ja egal. Warum kriegt man von dem Bliss dauerhaft Schaden? Wenn du zu nah dran stehst, hat er genauso einen Nahkampfangriff wie die Blaze Rods auch, also die Blazes. Ja, aber ich muss ihn ja treffen, sonst wird's ja nichts. Ja, das ist wohl wahr. Aber das ist auch de facto nicht mein Problem, ne? Also das ist schon gar nicht so einfach, oh, cool, das zu unterscheiden. Ich hab fast genug. Kannst du bringst mir ein paar Mob-Chunks, bitte. Dankeschön. Was habe ich gesagt? Ich brauche 8 Stück, ne? Für die Seeds hier. Brauchen wir nur. Ja, welche Stufe brauchst du denn? Du kannst doch jegliche. Ist egal, bring mir einfach. Ne, kann ich nicht jegliche. Ich muss die Mob-Chunks für die normalen. Ich muss die Tier 4 haben, aber ich brauche dafür erstmal Zombie-Chunks. Ja. Deswegen meine ich ja, du kannst ja theoretisch jeden Mob-Chunk nehmen. Du Tier 1, ich muss halt Tier 1 Mob-Chunk haben und das geht nur aus Zombie-Chunks, die werden daraus hergestellt. Ja, dann hau doch ein paar Pigments um. Wozu hab ich dich denn? Du bist doch gerade unterwegs, Mann. Ja, aber ich hab doch kein Solarium. Ich sag doch, du sollst einfach dich mal eben nützlich machen. Nützlich machen, ne? Nützlich. Ja, du bist sonst nur auch nur ein Rücklicht, ey. Ich bin's Rücklicht. Ich bin Miri. Hallo, Rücklicht. Tier 1 unnütze Katze vor allen Dingen. Was machst du denn gerade wieder? Ich töte Mobs. Ja, für was? Für Wither Drop of Evils. Brauche ich nicht. Die brauche ich. Ja, du hast das Problem verstanden. Brauche ich nicht. Fies. Baloi, es ist fies, würde ich sagen. Nee, Katze, weil er mir einfach wieder nicht zur Seite steht, weißt du? Da geht's halt einfach ums Prinzip, ja? Eine langjährige Beziehung und er steht mir nicht zur Seite. Sollen wir eine Eheberatung, Blauli? Nee, hatten wir schon. Das war schlimm genug. Nein. Ich hätte nächsten Dienstag noch was frei, einen Eheberater zu suchen. Wenn Miri sich nicht anbieten sollte. Okay. Aber ich bin mir sicher, dass Miri auch für das für eine Eheberatung hier ist. Ne? Eheberatung? Eine Eheberatung? Genau da. Ist das so selten, oder warum? Ja, ist eine Eheberatung. Kennen die denn nicht, oder was? Ne, nicht so ganz. Ich? Hast du was verpasst, Blauli McMauli? Hast du was verpasst?
Kommt mal alle vorbei zur Eheberatung. Ey, ich wäre übrigens noch sehr dafür, dass wir den Ender-Tether irgendwann noch wieder aktivieren in unserer Mobfalle, sonst haben wir nämlich nur noch Monster bei uns. Ja, hast du das denn nicht schon gemacht? Ja, leider ist das Problem, dass da auch einer bei uns in der Mobfalle dann auf einmal explodiert ist von irgendeinem so einem Special-Viech, weil die ja damals noch den falschen Grinder hatten und deswegen der Ender-Tether einfach weg war. Und seitdem habe ich das Ding nicht wieder reingestellt. Was hier? Ist natürlich dumm, wenn das passiert, ne? Wenn du so unfähig bist. Ich glaube, ich habe eine zweite Quest fertig gekriegt. Wenn ich das richtige Item finde. Warum leuchtet hier ein Gas durch die Welt durch? Das kann einer seiner Zusatzeffekte sein. Leuchtet. Der kann ja auch einen Weakness-Effekt für sich selber haben, dummerweise. Ach ja. Das heißt, er ist gegen sich selbst immun. Er ist auf jeden Fall ziemlich mit Schugge. Okay. So, ich habe das krasseste Update noch Upgrade noch gebaut und Absorption runterbekommen. Dafür habe ich jetzt gerade Drop of Evil jagen müssen für ein paar Stunden. Das hat sich sehr gelohnt, ne? Können wir die nicht herstellen? Was, die Drop of Evil? Leider nein. Das ist ein Drop, kein craftbarer Drop. Ja, es heißt ja auch Drop of Evil, ne? Und nicht anders. Heißt ja nicht Bau of Evil oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich dafür jetzt beißen soll oder die beglückwünschen soll. Ja, ich, weißt du, das hat mir gut getan, dich mal ein paar Tage hier zu haben. Ich habe ein bisschen was gelernt. Von schlechten Witzen, meinst du? Ja. Gut, dass du das gelernt hast. Kann ja nicht jeder so unfähig sein wie der Standesbeamte. Ne? Icke kann das mit dem Nachnamen, ne? Ja, Miris Nachname ist halt echt schwer auszusprechen. Ne? Wenn ich ihm jetzt nicht tausendmal im Vorhinein gesagt habe, bitte machen Sie das auf jeden Fall richtig. Und er ist trotzdem verhunzt. Noch öfter. Ja. Ja, gut, Katze, also ich bin dir schon mal super dankbar dafür, dass du mir den Tipp gegeben hast, doch Pikmin mit dem Solarium Dagger zu hauen, weil die würden das ja droppen. Nicht eins. Ja. Obwohl ich jetzt schon 6-7 Stück getötet habe. Ja, aber immerhin eins. Sie droppen es aber, Blauli. Da kann tun ich ja nicht für, dass du tun nicht vier droppst. Normalerweise kriegst du immer safe einen Drop, wenn du mit dem Solarium Dagger jemanden tötest. Nein. Ja, aber zu einer sehr hohen Chance. Nein. Doch. Nein. Es wird nicht richtiger, nur weil du sagst, doch. Es ist einfach eine Drop-Chance und du kannst halt auch richtig Pech haben. Nee, nicht so eine krasse. Ich wiederhole, doch. Ich wiederhole mich auch gerne. Nein. Du hast eine Dragon Mill gebaut, die wir noch überhaupt nicht brauchen, weil du die Drachen noch nicht besiegt hast. Du kannst ihn jetzt mal besiegen im Übrigen. Ich werde ihn auch bald wieder besiegen. Er macht dich nützlich. Ich mache mich katzig, Alter. Aber zuerst mache ich mich folgeabmoddig. Oh ja. Leute, denn das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder. Okay. Was ist passiert? Ja. Hier Katze? Irgendwo ein Absorption Hopper? Nein. Runter? Warum? Was ist los? Ich drehe so lange am Rad, dreh, Leute, am Rad, dreh, das Mysterium des verschwundenen Daggers werden wir uns wohl irgendwann mal zusammen anschauen müssen. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleib schön feurig. Tschüss.